In dieser Folge geht es darum, wie du dir ganz einfach eine Community von Menschen aufbauen kannst, die dir folgen, die deine Fans sind und zu deinen begeisterten Kunden werden. Und damit sage ich herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, zu einem tatsächlich meiner Lieblingsthemen, weil ich liebe das ganze Thema rund um Community-Aufbau, weil ich das so spannend finde, einfach ja zu schauen, wie kann ich mit Menschen interagieren, so dass sie letzten Endes auch, ja, sag ich mal, Teil meines Lebens, meines Universums sein möchten, daran teilhaben möchten und letzten Endes auch ja begeisterte Kunden werden oder auch begeisterte Empfehler von dem, was ich letzten Endes tue. Und genau darum geht es ja letzten Endes auch bei dem Thema Community-Aufbau, zumindest jetzt mal betrachtet auch aus der Dienstleistungsbrille. Das ist nämlich Menschen oder dass du Menschen erreichst, die dann sagen, hey, die finde ich so toll, der folge ich, da bleibe ich dran, da gebe ich meine Energie, meine Zeit rein und wie gesagt auch eventuell mein Geld, wenn ich dann auch zu einer zahlenden Kundin oder zu einem zahlenden Kunden werde. Und ich möchte dir jetzt ein paar Dinge an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, deine Community aufzubauen. Weil was ist das Geheimnis von einer Community? Das Geheimnis ist, mit der Hilfe seiner Kommunikationsfähigkeit die Menschen zu begeistern, zu erreichen, zu bewegen, auch ein Wir-Gefühl zu erschaffen und eben dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr von deiner Seite weichen möchten, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und man könnte auch sagen, es geht darum, charismatisch zu sein, weil Menschen folgen Menschen, die eine bestimmte Ausstrahlung haben, die ein Charisma haben, wo ich mich angezogen fühle, wo mir die Energie gefällt. Und Charisma ist unterm Strich nichts anderes wie die Fähigkeit, Menschen mit deiner Kommunikation zu begeistern. Und was alle charismatischen Menschen, die einfach eine große Community aufgebaut haben, eine große Schar an Menschen aufgebaut haben, die ihnen folgen, gemeinsam haben, ich sag mal 99,9%, ne, wir müssen ja paar Ausnahmen schaffen für die Gegenteilsortierer, die sagen dann 100% gibt es nicht, also 99% derer, die wirklich eine große Masse erreichen, eine große Community erreichen, haben eine Sache gemeinsam, nämlich sie haben eine ganz klare Botschaft und tragen diese Botschaft in die Welt. Das heißt, es sind Menschen, die zum Beispiel ja mega gut in einem Podcast sprechen können, auf Online-Bühnen, auf Live-Bühnen und dort einfach ihre Botschaft verbreiten können. Die Botschaft, warum sie das tun, was sie tun und was sie letzten Endes auch bewirken möchten. Und deswegen ist es so wichtig an der Stelle, dass ich dich nochmal einlade, drüber nachzudenken, was ist denn deine Botschaft? Was ist das, was dich antreibt? Was ist das, wofür du nachts aufstehen würdest? Wofür du auch, ohne dass wir es tun, auf die Straße gehen würdest? Würdest, kämpfen würdest, dich einsetzen würdest. Und bei mir zum Beispiel ist es ganz klar das Thema, dass wir Frauen in unsere wahre Größe kommen, dass wir aufhören, uns selbst klein zu halten oder uns von außen klein halten zu lassen, sondern dass wir es einfach schaffen, unsere wahre Größe zu leben und uns ein mega geiles Leben aufzubauen, ohne Kompromisse. Und das ist das, dafür gehe ich. Da spüre ich auch manchmal, ja, wenn vielleicht im Außen was kommt, wo ich nicht mitgehen kann, so ein kleines, oh, ne, so einen kleinen Gerechtigkeitssinn, den ich dann aber natürlich wieder drehen kann. Ne? Das ist auch wichtig, mit welcher Energie gehst du raus. Aber frag dich mal, wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft? Wofür gehst du? Und versuche das mal in eine kurze, knappe Botschaft zu packen. In einen Satz, einen prägnanten Satz, eine Aufforderung an die Menschen zu sagen, hey, komm in deine wahre Größe, mach keine Kompromisse mehr.
Ne? So als Beispiel. Also, was ist deine Botschaft? Wofür stehst du? Wofür gehst du? Und das ist das, was du immer wieder auch kommunizieren solltest. Und gerade wenn du Vorträge hältst, ne, weil im Moment geht es bei uns ja auch wieder viel um das Thema Speaking, virtuell und live, weil jetzt ist genau die Zeit, wirklich auch im Speaking-Business Fuß zu fassen, weil jetzt kannst du dich vorbereiten, auf virtuelle Bühnen, wenn dann wieder Live-Bühnen da sind, rauszugehen und eine breite Masse mit deiner Botschaft zu erreichen. Und gerade dann ist es so wichtig, wenn du auf die Bühnen gehst, dass bei deinem Vortrag, wie gesagt, egal ob virtuell oder live, am Schluss der letzte Satz deine ganz klare Botschaft ist, dass das ist, was bei den Menschen hängen bleibt, damit sie sich damit identifizieren können, damit sie so ein innerliches Ja, genau bekommen. Und wenn sie das bekommen, dann gehen sie selbst dafür, aber dann gehen sie auch mit dir. Wenn du sie auf der Ebene erreichst, dass sie sagen, ja genau, die hat so recht damit, was sie sagt. Ich finde es mega, wofür sie einsteht, wofür sie geht, was ihre Botschaft ist. Diese Botschaft möchte ich unterstützen mit meiner Zeit, mit meiner Energie, vielleicht auch mit meinem Netzwerk. Oder ich möchte tiefer in diese Botschaft eintauchen und dazu auch ein Angebot kaufen. Dann ist es eben so, dass du die Menschen wirklich erreichst, dass du deine Community aufbauen kannst, dass du wirkliche, treue Menschen an deiner Seite hast, die loyal dir gegenüber sind. Und Loyalität ist eins der höchsten Güter, die wir überhaupt haben. Aber du erreichst die Menschen über eine ganz klare Botschaft. Also, wofür brennst du? Was ist die Botschaft, die in die Welt soll? Was ist die Botschaft, die so viele Menschen wie möglich hören sollen? Überleg dir das für dich und dann, wenn du die Botschaft hast, kommuniziere sie überall und immer wieder, dass die Menschen sich mit dir und mit dem, was du tust und mit deiner Botschaft identifizieren können, von dir begeistert sind, dich empfehlen, an deiner Seite bleiben, dich buchen und so weiter und so fort. Ja, weil wir wollen uns mit jemandem identifizieren und wir möchten eine Leitfigur haben, die vorangeht, der wir folgen können, wo wir sagen können, ja genau, und es ist egal, auf welchem Level du bist. Es ist egal, ob du ganz am Anfang stehst oder ob du weiter bist. Es geht immer darum, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, dieser Person möchte ich folgen, das tut mir gut, da komme ich weiter, da komme ich voran, da habe ich eine Mega-Energie dabei. Und diese Person, wenn du sie noch nicht bist, kannst du an der Stelle werden. Und hier möchte ich dich einladen, und zwar zu unserem Online-Training. Wir haben ein Speaker-Online-Training am 7. oder am 8. Dezember. Es geht ungefähr 2 Stunden und da geht es genau darum, wie kannst du deine Botschaft so aufbauen, dass sie bei den Menschen ankommt? Wie kannst du mitreißende Vorträge halten? Und mit Vorträge meine ich nicht nur auf der Live-Bühne, sondern auch virtuell bei Online-Kongressen, Podcasts, Interviews, wie auch immer, ne, weil das ist ja die neue Zeit letzten Endes. Wie kannst du mit deiner Kommunikation andere Menschen von dir und dem, was du tust, letzten Endes überzeugen? Es geht um das Geheimnis der erfolgreichsten Speaker, was die auszeichnet und so weiter und so fort. Also super viele Dinge, die wir da machen. Wir verlinken dieses kostenfreie Online-Training in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung hier bei dem YouTube-Video. Dann kannst du dir das anschauen und kannst dir einen der beiden Termine aussuchen. Wie gesagt, am 7. oder am 8. jeweils 20 Uhr, je nachdem, wann du Zeit hast. Ja, und kannst dann dabei sein und für dich da aufs nächste Level gehen, um noch viel mehr Menschen zu erreichen, viel mehr Menschen zu bewegen und deine Botschaft wirklich in die Welt zu tragen.
Und wir brauchen viel mehr Frauen. Wir brauchen viel, viel mehr Frauen da draußen. Es ist so unfassbar wichtig, dass wir uns zeigen, dass wir in unsere wahre Größe kommen, dass wir uns trauen, unsere Botschaft in die Welt zu bringen, auch wenn sie vielleicht polarisiert, völlig egal. Hauptsache ist, du bist du und Hauptsache ist, du weißt, woran du glaubst und du gehst für das, woran du glaubst. So. Damit würde ich sagen, freue ich mich, wenn du bei dem Online-Training dabei bist. Wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Bis bald, deine Marina.